Frau Ministerrektor, grüß Gott an diesem Samstag. Frau Vegter, ich darf Ihnen zuallererst nochmal zu Ihrer Angelobung als Bundesministerin für Inneres gratulieren. Danke. Wie ist das Gefühl, vor dem Bundespräsidenten für dieses wichtige Amt in der Regierung angelobt zu werden? Wie kann man dieses Szenario beschreiben? Die Hofburg ist ein sehr schönes, beeindruckendes Gebäude. Ich kann nur jedem raten, wenn er Gelegenheit hat, dazu dort sich das einmal anzusehen. Es gibt ja ab und zu auch Tage der offenen Tür. Und es ist so, dass mich meine Tochter begleitet hat, dann Mitarbeiter des Hauses und Mitarbeiter aus der Volksanwaltschaft haben mich begleitet. Ich bin gemeinsam mit der Ministerin Silhavi und dem Staatssekretär Schieder angelobt worden. Es ist ein sehr erhebender Augenblick, weil die Angelobung zu einem Minister passiert einem nicht alle Tage. Es war ja nicht Ihre erste Angelobung. Sie dürften ja schon als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium einer Regierung angehören. Sie bringen schon Erfahrung als langjährige Abgeordnete zum Nationalrat mit und durften die ÖVP im Eurofighter Untersuchungsausschuss als Fraktionsführerin vertreten. Und dann wurden Sie dann noch als Volksanwältin bestellt. Darf man sich das jetzt als Sahnehäubchen Ihrer Karriere vorstellen? Nein, Sahnehäubchen ist für das Innenministerium der absolut falsche Ausdruck. Es ist das von der, jetzt sage ich einmal, risikolosen Position der Volksanwältin hinein mitten in das Krisengeschäft. Und es ist aber das Innenressort eine sehr herausfordernde Aufgabe. Immerhin ist man ja zuständig für 30.000 Beamtinnen und Beamten in ganz Österreich für einen sehr breiten Themenbereich, also von Asyl und Fremden über die gesamte Sicherheit bis hin zur Flugsicherung, aber auch so Dinge wie Standesamt fallen in meinen Zuständigkeitsbereich. Ich bin also, man kann sagen, einerseits die Gemeindeministerin und andererseits die Sicherheitsministerin. Mhm. Und wie kann man sich die Aufgabe als Volksanwältin vorstellen? Theoretisch ist es ja eher eine politische Eiszeit. Nein, das stelle ich ganz in Abrede. Die Volksanwaltschaft ist die oberste Verwaltungskontrolle. So wie der Rechnungshof die Gebarung prüft, prüft die Volksanwaltschaft die Verwaltung in ihrem Handeln. Das heißt, dieses Kontrollorgan ist eine ganz spannende Aufgabe. Also wenn beispielsweise die Bescheide nicht ordentlich erlassen werden, kann man sich an die Volksanwaltschaft wenden, und zwar in allen Bereichen. Auch Schüler können sich an die Volksanwaltschaft wenden bezüglich der Noten beispielsweise. Oder wenn bei Veranstaltungen irgendwas nicht funktioniert hat von der Behörde aus gesehen, dann kontrolliert die Volksanwaltschaft die Behörde. Die muss kooperieren, laut Verfassung müssen die alle Akten herausrücken, und es gibt keine andere Institution in dieser Republik, die so mächtig ist. Also eine sehr spannende, aber doch wieder kurze Tätigkeit für Sie. Leider ja, weil das war schon eine Aufgabe, die mich sehr interessiert hat. Aber jetzt widme ich mich voll und ganz diesem spannenden Geschäft im Innenministerium. Mhm. Und welche Ziele haben Sie sich da gesetzt? Mehrere Dinge, die anstehen. Also beispielsweise auf europäischer Ebene verhandeln wir derzeit ein gemeinsames europäisches Integration- und Zuwanderungsmodell. Weil es kann nicht sein, dass ein paar wenige Länder die großen Hürden tragen und die anderen lehnen sich zurück. Das geht nicht. Da muss man schon eine gemeinsame Anstrengung unternehmen. Dann werden wir mit Sicherheit die Kooperationen mit der Exekutive in Europa wesentlich verstärken, gleiche Rahmenbedingungen, gleiche Austausch von Daten, weil die Kriminalität macht nicht an der Grenze Halt. Und
wenn beispielsweise Banden oder Gefährdungspotenziale bei unseren Nachbarn schon erkannt sind und dort bearbeitet werden, dann ist es sinnvoll, dass auch wir das wissen, damit wir uns diesbezüglich rüsten können. Also ein breites Spektrum, das Sie da jetzt erwartet. Natürlich, natürlich. Es ist so, dass ja die ministerielle Tätigkeit mehr geteilt ist. Einmal Legistik, sprich Gesetze vorbereiten als Regierungsvorlage, angefangen vom Datenschutz über das humanitäre Aufenthaltsrecht bis hin zu Zusammenarbeit mit der Ministerin für Justiz, wenn es um, sag ich mal, Partnerschaftsgesetze geht oder wenn es geht um Ehestandesamt, Personenstandsdinge, die Menschen direkt betreffen. Da ist die Gesetzgebung dann gefordert, nämlich wir bereiten vor und das Parlament muss aber dann unserem Vorschlag folgen, der Herr Gerd ist gut vorbereitet. Neben diesen Gesetzesvorhaben kommt die Umsetzung von europäischen Vorgaben, denken Sie an die Europol oder denken Sie an internationale Dateienumsetzungen, die Fingerprint-Geschichten, die neuen Passregelungen. Also das sind alles Dinge, die von Europa auch schon vorgegeben werden. Und dann haben wir natürlich innerösterreichisch die Sicherheitslage ständig zu beobachten und zu verbessern und die Kriminalitätsbekämpfung. Aber nicht in Richtung, also Qualitätsbekämpfung und die Aufgabe des Hüters, aber nicht im Sinne von eines Überwachungsstaates. Bin ich ganz dagegen, weil die Menschen sollen sich eigentlich beschützt von der Polizei fühlen und nicht überwacht. Aber man muss schon beachten, dass man die modernen Möglichkeiten, die heute von der Privatwirtschaft genutzt werden, die auch von der kriminellen Energie genützt werden, dass man diese modernen Möglichkeiten auch der Exekutive zur Verfügung stellt. Es kann nicht sein, dass sozusagen die Verbrecher mit dem Porsche fahren und die Polizei mit dem Motorrad hinterher. Das geht nicht. Oder jetzt sage ich mal, Motorrad ist der schlechte Vergleich, aber mit dem VW-Käfer hinterher. Ja? Sondern man muss hier gleichermaßen eine Waffengleichheit herstellen, also elektronische Vernetzungen im kriminellen Bereich müssen natürlich auch elektronisch bekämpft werden. Ja. Vorhin haben Sie schon die Zusammenarbeit mit dem Justizministerium angesprochen. Darf man sich gemeinsam mit der Justizministerin Berger ein Angleichen des Jugendschutzgesetzes in ganz Österreich erwarten? Immerhin gelten ja noch 9 verschiedene Jugendschutzgesetze. Nachdem 9 verschiedene Jugendschutzgesetze gelten, sind da insbesondere auch die Länder gefragt im Hinblick auf ihre Zustimmung dazu. Das bedarf ja einer Verfassungsbestimmung, dass man eine einheitliche Regelung zustande bringt. Ich weiß, das ist eine Forderung, die auch die Jugendlichen selber haben möchten. Es ist nämlich nicht einzusehen, warum man beispielsweise im Mondsee andere Regelungen im Hinblick auf Jugendschutz hat, als wie in Salzburg. Also gerade im grenznahen Bereich rund um die Städte, wo Bundesländergrenzen überschritten werden, kommt es da immer wieder zu sehr eigentümlichen Situationen. Jugendliche dürfen in Wien was aber beispielsweise in Baden nicht mehr dürfen. Also das ist ein breiter Wunsch, dem aber auch die Länder zustimmen müssen, weil er da eine Landeskompetenz Richtung Bund wandert und das ist nur möglich mit einer Verfassungsbestimmung. Frau Ministerin, ich bedanke mich recht herzlich für dieses ausführliche Gespräch
und wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und ein problemloses Handeln in Wien. Danke sehr.